Der Ausweg aus der Armut für viele Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. Das ist ein Ergebnis des Sozialberichtes 2011, den das Statistische Bundesamt in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben hat. Demnach ist für 75% der Menschen, die von Armut betroffen sind, ein sozialer Aufstieg kaum oder gar nicht möglich. Es ist ein Bericht über den Zustand der Republik. Und da heißt es unter anderem, Wohlhabende können ihre Spitzeneinkommen zusehends halten. Menschen aus mittleren Einkommensschichten aber laufen Gefahr, in Armut abzurutschen. 16% der Bevölkerung sind mittlerweile armutsgefährdet. Das heißt, sie haben weniger als 929 Euro im Monat zur Verfügung. Ungleichheit ist nicht akzeptabel in einer Gesellschaft, vor allem wenn es so eine große Ungleichheit ist. Wenn man das verknüpft, nicht nur die objektive Einkommenslage, sondern die Leute fragt, ob sie den gerechten Anteil am Wohlstand haben, dann können wir sehen, dass genau diese Unzufriedenheit, dass man nicht seinen Anteil erhält, der einem zusteht, über die Jahre deutlich zugenommen hat. Diese Unzufriedenheit könne die Gesellschaft gefährden. Umso wichtiger seien gerechte Bildungschancen für alle. Noch immer seien die Aufstiegsmöglichkeiten von Nicht-Akademiker-Kindern aber nach wie vor schlecht. In keinem anderen Land sind die Bildungschancen für junge Leute in der Weise abhängig vom Ausbildungsstand ihrer Eltern, wie das in Deutschland der Fall ist. Bildung bleibt unter sich, könnte man als Überschrift wählen. Nur 10% der Gymnasiasten kamen 2009 aus Familien, in denen die Eltern einen Hauptschulabschluss oder gar keinen allgemeinen Schulabschluss gemacht hatten. Das wisse man eigentlich. Seit Jahren kritisieren die Wissenschaftler, geändert habe sich in der Republik nur wenig.